Ja, was braucht man denn, um wirklich auf YouTube erfolgreich zu sein? Das ist natürlich ganz klar, da ist die Community ganz, ganz, ganz weit oben. Aber bevor ich jetzt erstmal weiterrede über das neue Feature von YouTube, erstmal ein herzliches Willkommen hier beim Video. Danke, dass du eingeschaltet hast. Hey, cool, dass du dabei bist. Und vielleicht bist du ja auch einer der Leute, die wirklich bei den Fans ganz da oben dabei sind, denn so heißt das neue Feature, das ich jetzt gerade gefunden habe auf YouTube. Und zwar kann ich mir da anzeigen lassen, wer von der Community wirklich am meisten für meinen Kanal macht, beziehungsweise für meinen Kanal macht, das klingt gerade richtig scheiße, der halt am aktivsten dabei ist. Da wird mir dann halt angezeigt, wer halt die meisten Interaktionen macht, seit wann ihr schon Abonnenten seid, etc. Und das ist halt irgendwie ein richtig cooles Feature für mich und da möchte ich euch jetzt ja auch nochmal irgendwie hervorheben. Gerade die Leute, die hier irgendwie aktiv unterwegs sind und gerade auch schon lange hier dabei sind. Zum Beispiel, ja, der Slicks Blindworld. Ja, ich hoffe, ich habe dich jetzt richtig ausgesprochen, denn von dem netten Kollegen ist ja auch das Gameplay, das ihr gerade im Hintergrund auf Snow Valley seht. Er hat mir übrigens nicht nur eins geschickt, sondern zwei. Mal gucken, ob ich irgendwie beide hier unterbringen kann in dem Video. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Da gibt es nämlich noch eins auf Kill Creek. Mal schauen. Und das hier ist auf jeden Fall auf Snow Valley erspielt worden. Und wisst ihr, was mir so richtig, richtig sympathisch ist an dem Gameplay? Es ist gleich von Anfang an aufgefallen. Also erstmal muss ich also wirklich sagen, Junge, saugeil, du spielst nicht mit Kack-OP, Overpowered-Waffen, sondern eine One-Hit-Sniper, die wirklich mit zu den schwersten zählt, ja? Und dann halt noch ganz geil, so einfach GP-Gear, würde ich mal sagen. Übelst geil am Steasen, der Junge. Also, danke auch nochmal für dein Gameplay. Und auch danke für die anderen Leute, die mir auch eins eingeschickt haben. Nochmal so als kleines Kriterium, so eine 2,5er KD oder so am Ende wäre schon nicht schlecht, außer es ist halt irgendwie recht interessant. Ja, so ungefähr sieht das aus. Also muss halt irgendwie ein geiles Gameplay sein. So, jetzt mal eine Runde hier rumschauen. Wer sind denn jetzt die Leute, die hier wirklich aktiv auf meinem Kanal unterwegs sind? Und ein fettes Danke da von mir an euch, weil ihr helft mir wirklich hier irgendwie auch in YouTube zu wachsen. Ich merke das auch gerade irgendwie, dass die Viewerzahlen jetzt so langsam, langsam Stück für Stück, aber sie steigen. Sagen wir mal, vor einem Monat oder so, wo ich jetzt vor meiner Pause, da hatte ich vielleicht so, sagen wir mal, 80 Aufrufe oder so am Tag. Jetzt sind wir schon bei über 200 und langsam kommen auch wieder so ein paar Abonnenten dazu. Finde ich geil. Falls du einer der richtig neuen Abonnenten bist, würde ich mich extrem freuen, wenn du mal einen Kommentar schreibst und einfach so ein Hi, das würde mir schon reichen. Hi, ich bin neu. So, wir haben bei mir den Obelix 46. Erstmal danke, dann den Raggles. Der Obelix ist übrigens auch schon seit 2011 dabei, steht hier, ja? Weißt du vielleicht selber nicht, seit 2011. Seit März 2011 sogar. Dann Raggles habe ich schon gesagt. Dann Spanatzen96 und Scorpions 4CA. Da steht, dass du übelst krass viele Abonnenten hast. Ah, das ist ja auch abhängig, wie viele Abonnenten hat der Typ, sehe ich hier gerade. Und daneben sehe ich, wie aktiv er ist. Im Verhältnis auch zu den anderen Abonnenten. Das ist geil. Oh, das ist ein cooles Feature. Turklin TV ist ja auch noch dabei. Und Krutersus CAE. Also geil. Ich sehe ja auch gerade, der hat auch ein paar Videos sogar hier auf seinem Kanal. Oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Krutersus. Ja, Krutersus CAE. Ja, und wie viel waren das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute habe ich jetzt. Sagen wir mal, machen wir mal noch 10. Den 5G Platin. Ja. Geil. Die sehe ich auch echt öfters mal in den Kommentaren. Und MGD oder MG Dragon Free. Also, Leute, geil, dass ihr dabei seid. Übrigens, du bist schon seit 2010 dabei, Dragon Free. Das ist geil, Alter. Das ist echt schon ein ganzes Weilchen. Das ist ja echt schon fast von den ersten Tagen, wo ich hier überhaupt mit angefangen habe. Ach, geil. Ja, das sollte jetzt auch schon so langsam gewesen sein. Ich werde dann, ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich das ganze Gameplay jetzt hier nicht reinpacke, sondern nur ein Stück von dem. Das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Danke, dass du Fan bist. Ja, danke, dass du abonniert hast. Und wenn du noch nicht abonniert hast, dann hast du was verpasst? Also mach ein Abo und dann kriegst du immer die neuesten Videos hier auf meinem Kanal zu sehen. Und ja, das war's. Wir sehen uns dann im nächsten Video, ne? Bis dahin, tschüssi, haut da rein.